Funktioniert super. Weil du kannst den Raum auch jetzt irgendwie mitnehmen. Ja. So. Und ich wollte die auch nicht inszenieren, irgendwie die Bilder. Die sind einfach so, wie sie sind. Ja. Und die müssen das irgendwie aushalten. Ich habe so eine Spritzpotzwand im Garten und da habe ich das mal ausprobiert, so ein kleines Bild auf die Wand zu machen. Ich finde wirklich, dass diese kleinen Bilder, diese riesige Wand echt halten. Wie kommt es zu diesen doppelten Bildern? Das sind zwei einzelne Bilder und die sind, die entstehen auch nebeneinander im Atelier und ich wiederhole manchmal die Handbewegung. Ich mache hier, ich meine, manchmal gehe ich auch mit der Hand rein, dann mache ich halt hier und dann mache ich da nochmal. Das Gute ist aber, du probierst hier was und vergleichst es gleich direkt mit dem anderen, was noch den alten Zustand hat. Und dadurch habe ich das Gefühl, das war im Prinzip ja auch, es hat jetzt, es ist im Effekt ganz interessant, dass du zwei Bilder hast, die identisch sind, nebeneinander hängen und die irgendwie natürlich auch eine Komplexität haben und auch in ihrem Gestus so was Spontanes haben, aber sie sind wirklich ziemlich ähnlich. So. Ja. Das sind drei Bilder, ich würde sagen, es sind Varianten, die halt in ihrer Struktur eigentlich fast baugleich sind. Es gibt einige Details, die untereinander variieren. Es gibt mal eine Figur auf dem Bett, es gibt mal keine, es gibt mal jemanden, der vielleicht hinten in dem Duschraum ist. Was mich grundsätzlich an diesen Bildern interessiert hat, ist, dass ich eigentlich vollkommen auf Schatten verzichtet habe. Was bei denen auch noch auffällt, ist, dass hier in gewisser Weise auch die Figur zum Einsatz kommt. Okay, das ist eine etwas größere Arbeit, auch fertiggestellt in diesem Jahr. Auch hier taucht eine Figur auf, die irgendwie auch da in das Bild hineingesprungen ist. Und auch die Figur ist sowas wie eine Collage eigentlich. Also die setzt sich halt zusammen aus einem Turnschuh, aus einer Hand. Ist es eine Collage, aber das, was es zusammenhält, ist aber am Ende doch auch der Raum. Natürlich spiele ich irgendwie mit den Gegenständen und jeder Gegenstand hat irgendwie auch eine Bedeutung, aber ich ertappe mich oft dabei, dass ich erst im Nachhinein über diese Bedeutung erst anfange nachzudenken. Es ist wirklich so ein Jonglieren auch mit Gegenständen, mit Bedeutungen vielleicht auch, aber es ist sehr spielerisch. Auch das Vergleichende finde ich gut. So. Also das ist so, das macht man ja oder Prozesshafte hier auch, wo die Matratze durch den Raum wandert. Ne? Und deswegen auch das Offene hier mit dem, mit dem Bild, dass du sagst, okay, das ist vielleicht, es sind ja auch alles nur Möglichkeiten. Das ist ja im Prinzip das, was ich auch immer wieder andeute. Es sind irgendwie, es ist nichts wirklich fest. So. Es ist so, wenn du mir zurückgibst, dann würde ich da auch weiterarbeiten. So. Oder, das so Zustände, so Momentaufnahmen im Prinzip.